Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Oh, da ist mir wieder der Spielername entfallen. Was wollten wir denn diese Folge machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was haben wir denn letzte Folge für ein Spiel entwickelt als letztes? Ein Rollenspiel. Das bedeutet, was für ein Game machen wir dieses Mal? Genre Simulation mal wieder. Okay, wie wäre es dann? Ja, warte, Mittelalter war gerade das letzte Spiel, was wir gemacht haben, ne? Ja, Mittelalter. Und davor hatten wir Gefängnis und davor Dungeon. Gut, dann neues Spiel entwickeln. Game Dev hatten wir schon Simulation. Eine Wirtschaftssimulation hatten wir, glaube ich, noch nicht. Dann nehmen wir mal Wirtschaft und Simulation. Für, wo funktioniert Simulation? Der Wenig hier hat Simulation eigentlich relativ gut. Alle? Das würde ich jetzt auch einfach mal sagen wollen, ne, dass man eine Simulation, Wirtschaft einfach auf alle machen kann. Ja, komm. Was ist das große Problem daran? Spielengine. Wir nehmen die beste Engine Version 3 und Wirtschaftssimulation. Wie nennen wir das denn? Geld. Zähler. Das ist die beste Sache, die ich mir vorstellen kann. wenn die Worte ausgehen. Gut, Gameplay ist natürlich sehr wichtig bei einer Simulation. Die Story und Quests sind relativ uninteressant. Ich bringe sie gerne nochmal... Achso. Ich muss das quasi relativ hoch haben, ne? Ja, komm, versuchen wir das mal so. Mal schauen, was passiert. Gib ihm. Die Bims Mittelalter wurden vom Markt genommen, 116.000 Einheiten verkauft und knapp 1 Million Euro Umsatz. Das ist doch schön, das gefällt mir. So nehme ich das ganz gerne. So, wir bekommen ein neues Angebot. Was sagt es dann? Ein paar Forschungsunterlagen zu leihen. 48.000. Jo. Wilder Westen erfolgreich erforscht. Das ist interessant. Gut. Wichtige, warte, wir sind hier bei Dialoge. Dialoge sind uninteressant. Und die KI ist dafür viel wichtiger. Wir möchten, dass die KI unseren Spielern zeigt, wer hier der Boss ist. Das ruhig ein bisschen höher machen, das Level Design. Ein bisschen mehr Zeit darin verbringen. So, dann gib ihm. Und jetzt als letztes, Sound scheint auf 80% zu sein. Spielweltdesign ist relativ uninteressant. Dafür sind aber die Grafiken wichtig. Gut, und gib ihm. Gib ihm, zeig, was wir drauf haben können. Hoffentlich. Mal schauen. Solange das Spiel kein kommerzieller Flop wird, bin ich zufrieden. Bin ich glücklich mit allem. So, jetzt noch alle Bugs rausbügeln. Und dann haben wir es. So, letzten Bug einmal raus. Und direkt raus damit. Wir haben dafür einen neuen Technikrekord aufgestellt. Und ganz viele Level-Ups. 3D-Grafik-Version 2 haben wir jetzt auf jeden Fall auf Level 2 gemacht. So, veröffentlichen wir das Spiel. Wir haben dafür verzweigende Erzählung, verbesserte KI, Tag- und Nachtzyklus und Stereo-Sound als Forschungsmöglichkeiten freigeschalten. Und wir können ein neues Büro machen. Und das würde ich jetzt sogar tun wollen, dass wir ins neue Büro endlich mal ziehen. Sehr geehrter Firmenborn, wir haben Ihren Fortschritt in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen, an der größten Spielemesse der Welt, der Games, 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 auch als G3 bekannt teilzunehmen. Mit Ihrem eigenen Stand auf der G3 können Sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch Ihre Spiele in den Mittelpunkt drücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn Sie teilnehmen würden. Wir werden Sie ehrlich mit Standoptionen kontaktieren. Wir würden uns freuen, Sie auf der G3 begrüßen zu dürfen. So. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Nun kannst du dich und deine Mitarbeiter trainieren und die Fähigkeiten, um die Fähigkeiten zu verbessern. Lass uns das mit dem Abschließen des Management-Kurses versuchen, den du belegen kannst, bevor du deinen ersten Mitarbeiter einstellen kannst. Um zu beginnen, schließe die Nachricht und klicke auf deinen Charakter, um das Trainingsmenü aufzurufen. So, trainieren, Mitarbeitermanagement. Guck mal, das sind unsere, wir sind 300 in allen, das ist relativ gut. So, Training starten. Mitarbeiterverwahl. Verwahl. Und wir kriegen einmal Kritiken für Geldzähler. Oh, es fängt mit Nacht an. Das ist alles gut. Okay, es fängt mit Nacht an. Wir haben schon mal gewonnen. Simulationsspiele funktionieren gut auf Wenergear. Okay. Informed Gamer, danke. Und Game Hero Marcus.
Sehr schön, wir haben damit eine 7er Bewertung. Ich hätte gerne mal was Höheres, aber ich glaube, das kommt für später. So, heute hat Vonny seine eigene Konsole namens PlaySystem angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen sein Prototyp PlaySystem komplett überarbeitet, nachdem Inventor das Projekt abgebrochen hat. Die neue PlaySystem ist mit einem CD-ROM-Laufwerk und einem 32-Bit-Prozessor ausgestattet und ist alleiniges Eigentum von Vonny. Experten der Branche sind der Meinung, dass dies der Beginn einer neuen Generation von Spielekonsolen sein könnte. Inventor lehnte eine Stellungnahme ab, die PlaySystem kommt in 2 Monaten auf den Markt. Das ist aber nicht an die PlayStation 1 angelehnt. Soweit ich weiß, hat die PlayStation 1 nämlich nicht die, wie schimpfen die sich, Thumb-Dinger gehabt. Ne? Oh, das hätte ich besser ausdrücken können. Gut, wir haben den Management-Kurs abgeschlossen. Und Fortsetzung haben wir jetzt als Forschung freigeschalten. Das ist sehr gut. Sehr gut, du hast deinen Management-Kurs erfolgreich beendet und kannst jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen. Um damit zu beginnen, schließe diese Mitteilung und klicke auf den Einstellen-Button, der sich in der Nähe des großen Schreibtisches befindet. Jo. Bevor du jemanden einstellen kannst, musst du eine Stellenanzeige ausschreiben, ein Budget für die Ausschreibung festlegen und entscheiden, wie du die Bewerber testen möchtest. Ein hohes Budget erhöht die Zahl der Bewerber und die verschiedenen Tests helfen, den Mitarbeiter mit dem besten Gleichgewicht an Design- und Technologiefähigkeiten zu bekommen. Huch. So, Budget. Ich glaube, Demo-Spiel gibt uns die Möglichkeit. So, warte, ich würde da 50.000 in Budget reinstecken und ich möchte ein Demo-Spiel sehen. So, und starten wir mal die Suche. Gut, und wir werden jetzt, ich muss jetzt auf mich draufklicken, um Spielbericht zu erstellen. Stimmt, so war das. Erstellen wir hier erstmal einen Spielbericht. Anscheinend ist Firmaborn vor kurzem ein Büro in einem bekannten Technologiepark gezogen und sucht nun nach Mitarbeitern. Das Unternehmen, welches für Spiele wie die Bims Mittelalter und das Flugzeug. Ich bin ein Kind. Er hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. Einer der vielen Fans von Bims, die Bims Mittelalter, sagte zu, ich kann nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht mal ein richtiges Büro hatten und diese Spiele von einer einzigen Person gemacht wurden. Ich freue mich schon sehr auf ihre zukünftigen Spiele. So, die Suche für die ausgeschriebene Stelle ist beendet. Du kannst nun die Liste der Bewerber durchsehen und einen geeigneten Kandidaten wählen. Denk daran, dass du deinen Angestellten jederzeit weiterbilden kannst, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. So, 17.000 pro Monat. Ellie Baker. Und du hast 8.000, bist Level 1, ne? Du bist Level 2. Geschwindigkeit ist besser, Forschung ist besser. Fast. Design und Technologie ist halt noch nicht so aber ne? Ist schon gut. Glückwunsch zu seinem ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich leistungsfähig sind. Wenn ein Charakter nicht mit voller Leistung arbeitet, siehst du neben ihm eine Effektivitätsleiste. Diese Leiste wird sich mit der Zeit langsam füllen. Normalerweise ist es eine gute Idee, dem Mitarbeiter ein Willkommenstraining zu geben, um den Prozess zu beschleunigen. Das würde ihre Effektivität weiter schneller steigern als normalerweise. Um das zu tun, schließe diese Nachricht und klicke auf den Charakter, um das Optionsmenü zu öffnen. Und wir haben mittlere Spiele freigeschalten. So, trainieren, Einarbeitungstraining. Bob, gib ihm. Ne, ist hier wieder die Leiste. Ach, hier sieht meine Maus mal wieder nicht. Oder immer noch nicht, aber es ist die Leiste neben dem Namen. Analyse bei der Wirtschaft und Simulation ist großartig, Spielwelt ist nicht sehr wichtig und Wirtschaft alles großartig. Sehr schön. Der Balken geht jetzt schön hoch. Heute wurde die neue Plattform PlaySystem von Vonny veröffentlicht. Gut, dann haben wir das schon mal hinter uns. Was wir jetzt... Achso, ich kann euch jetzt quasi selber Forschung immer aufbrummen. Dialogbaum können wir nicht, verbesserte KI können wir nicht, Tag- und Nachtzyklus könnten wir. Und Fortsetzung. Fortsetzung klingt interessant. Mittlere Spiele klingt auch interessant, aber ich glaube, da wäre es klüger, würde ich nochmal einen Typen abwarten. Ne? Ja, also was wir jetzt erstmal machen, wir entwickeln erstmal ein neues Spiel. Und zwar, wir waren von Simulation, das heißt, jetzt müssen wir in die Strategie. Wir haben alternative Geschichte, Wilder Westen. Haben wir irgendwas? Wilder Westen? Strategiespiel im Wilden Westen stelle ich mir nicht gut vor. Oder? Na. So, alternative Geschichte aber. Können wir mal ausprobieren. Alle.
Ich hätte zwar gesagt Play System, aber ich habe noch kein, kein Strategiespiel auf dem Play System. Oh, der Gambling ist nochmal Marktleiterführender. Gut, dann gehen wir erstmal für den PC und nehmen wieder die beste Engine. Die Strategien der Geschichte. So, und 3D-Grafik. Ja, gib ihm. Au, ich habe mir den Fuß angestoßen. Gut, Gameplay ist relativ wichtig, haben wir schon festgestellt. Engine ist auch relativ wichtig und Story Quest nicht so zwingend, aber die kann ich nicht weiter runtersetzen. Ne? Jo, dann gib ihm. Dann schauen wir mal, was jetzt rauskommen wird. Als allererstes mal als Chef haben wir gezeigt, dass wir Bugs produzieren können. Super. 2 Stück. Wir sind für beide Bugs bisher verantwortlich. Gut, Dialoge sind uninteressant. Level Design ist wichtiger als KI. So, und dann gehen wir durch diese. Geldzähler wurde vom Markt genommen. Es hat eine knappe 500.000 an Umsatz erzielt. Damit kann ich leben. Damit bin ich zufrieden. Gut, und zu allerletzt. Spielweltdesign ist ganz wichtig. Sound ist am zweitwichtigsten. Und dann Grafik gut genug, als dass uns die nicht um die Ohren fliegt. Elizabeth Williamson hat sie noch nicht komplett eingearbeitet, aber ich glaube, das geht noch, alles klar. So. Nehmen wir mal die Finger weg und lassen das so raus. Rausgehen. So, schön. Spiel veröffentlichen. Mehrspielermodus ist jetzt verfügbar als Forschung. Du erstellst mir bitte einen Spielbericht. Und wir bekommen Bewertungen. Höchstwahrscheinlich sind die jetzt nicht gut, weil wir Elizabeth Williamson gerade noch reinbekommen. Oh! Es fängt mit einer 7 an, das heißt, es ist doch besser, als ich erwarten könnte. Ich habe da irgendwie Schlimmeres erwartet. Aber mit einem 6er Durchschnitt bin ich vollkommen zufrieden. Oh, es ist sogar ein 7er Durchschnitt. Sehr schön. Gut, dann forsch du mal. Und zwar mit... Ja, doch, mittlere Spiele sind, glaube ich, relativ interessant. Mal schauen. So, wir kriegen da sogar noch Forschungspunkte für den Spielbericht. Das ist doch schön. So, alternative Geschichte und Strategie ist gut. Level Design ist sehr wichtig und PC-Strategie ist großartig. Gut, und du forschst dann nochmal. Wir haben jetzt 40 Punkte. Als nächstes wäre wieder ein Casual-Baum dran, ne? Was braucht man denn bei Casual-Level Design, ne? Ich könnte den Sound eigentlich mal verbessern. Komm, wir arbeiten an Sound. Jetzt muss der Sound ballern. Hallo, wichtig. Ich verfolge die Entwicklung von Firma Born seit einer Weile und scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Umfangreichere Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Er wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird er den Großteil der Gewinne selbst einstreichen, aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen werden, lohnt es sich meistens trotzdem. Ich kann sie mit ein paar Publishern bekannt machen, damit sie sich die verfügbaren Aufträge ansehen können. Sagen Sie mir einfach Bescheid, Jasmine Droke. Verträge mit Publishern sind im Aktionsmenü jetzt verfügbar. Mache ich mal nicht. Na, weil bei mittleren Spielen, wenn ich mich da nicht irre, ist es so, dass wir zuweisen müssen, wer was macht. Ich kann das ja mal ganz kurz ausprobieren. So. Neues Spiel entwickeln. Mittel. Guck mal, das kostet schon mal 150.000 mehr. So. Casual, dann müssen wir jetzt irgendwas nehmen, was mit Casual gut funktioniert. Das weiß ich gar nicht. Ich kann nichts Neues dafür erfordern. Ich könnte wieder ein Comedy-Spiel machen oder ein Musikspiel. Musik? Wir hatten ein Musikspiel schon lange nicht mehr, ne? Ich glaube, Musik funktioniert perfekt mit Casual. So, und dann für junge Menschen. Und dann haben wir... Nehmen wir den Gambling? Ja, doch, Gambling würde ich dann wieder sagen. Ich meine, theoretisch könnten wir die Playsystem versuchen, aber ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. So, Gambling, Musik, Casual und dann mit dieser Engine bitte. Und das nennen wir jetzt musikalische Entspannung. Als kleines Game bitte. Oder... Casual ist relativ okay, glaube ich. Versuchen wir es mal mit einem mittleren Spiel. Wenn das jetzt ein Flop wird, ist es nicht so schlimm. Ich meine, wir können zur Not abbrechen und
ein anderes Spiel dafür entwickeln. Halt ein Spiel, was jetzt weniger Aufwand hat. Größere Spiele zu entwickeln ist eine nicht unerhebliche Aufgabe und anders als bei kleinen Spielen kann eine Person alleine nicht jeden Aspekt des Spiels betreuen. Um ein gutes Spiel zu entwickeln und das Beste aus deinem Team herauszuholen, musst du den Teammitgliedern verschiedene Bereiche zuweisen. Für beste Ergebnisse wähle ein Teammitglied aus, dessen Fähigkeiten am besten zu dem jeweiligen Gebiet passen. Wenn du Teammitgliedern Arbeitsbereiche zuweist, siehst du ihre Arbeitsbelastung. Versuche sie nicht zu überlasten. Ah, ja, so war das. Ne? Dass wenn ich jetzt quasi Gameplay mache, so, Engine ist noch gut drin, Story Quest kann ich ziemlich runter machen, dann kriege ich hier nämlich 70%. So. Und da ich beim Dingens, ja, das wird ein schlechtes Spiel. Kann ich das jetzt schon mal abbrechen? Nee? Okay. Das Ding ist, ne, das habe ich ein bisschen vergessen, ein bisschen verdrängt persönlich. Wir haben ja die verschiedenen Punkte. Ne, hier zum Beispiel, das wären jetzt 70%. Upsa, da muss ich dann halt Dialoge ein bisschen was rausnehmen. Da haben wir jetzt beide Mitarbeiter schon mit 100% belastet. Was das bedeutet, die Strategien der Geschichte, okay, ja. Also das werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Ein schreckliches Spiel wird das bedeuten. Um das mal so ein bisschen klar zu machen. So. Wir haben jetzt hier nochmal Grafik, Sound und all das. Und da sehen wir schon, dass wir, upsa, beide auf 150% belasten. Ich werde das Spiel trotzdem mal zu Ende machen und raushauen, in der Hoffnung, dass es nicht super hart floppt. Ich gehe aber davon aus, dass es das tun wird. Ne? Wir hauen einfach 10 Bugs rein. Gut, die Bugs jetzt nochmal raus machen. Und das Spiel loswerden, in der Hoffnung, dass es uns nicht allzu viele Fans kosten wird. Es wird kein gutes Spiel. Ne, neues Thema, neue Kombination, das ist zwar schön, aber wir hätten noch einen Bonus dafür bekommen, hätten wir gutes Management betrieben. Das hätte bedeutet, dass keiner unserer Mitarbeiter überlastet ist. So, und dadurch, dass Elizabeth Williamson nicht gut ist. Oh, das wird ein richtiger Flop, du. Okay, es fängt mit einer 5 an. Okay, und es geht in eine 6 über. So, 5. Und eine 5. Okay. Wir sind also über 50%. Damit ist es definitiv besser gelaufen, als ich es erwartet hätte. Also wir haben jetzt 360.000 Geld reingesteckt. Ich gehe davon aus, dass wir die nicht wieder rausbekommen werden. So, du musst mal warten. Ich würde gerne noch ein bisschen Forschung mitnehmen. Ne? Oh, nevermind. Wir haben das im ersten Monat schon wieder rausgemacht. Das ist gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, dann erforsch du mal bitte. Fortsetzung? Fortsetzung wäre interessant. Ja. Spieldesign. Machen wir mal eine Fortsetzung. WNRG wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Das ist wenig interessant. So, Musik und Casual ist großartig. Gameplay scheint sehr wichtig zu sein. Und mittlere Spiele selber zu vertreiben ist am effektivsten, wenn wir mindestens 100.000 Fans haben. Verträge mit Publishern können unseren Bekanntheitsgrad erhöhen. Jo, ich würde gerne. Du forsch mir bitte nochmal ein neues Thema. Als nächstes müssen wir ein Action-Game machen, ne? Funktioniert Action und Rennsport? Was meint ihr? Ich würde behaupten wollen, ja. Hatten wir nicht sogar wirklich schon mal sowas? Machen wir es einfach mal. Erforsch mal bitte hier Rennsport. Ich meine, an sich Kosten tut uns das ja nichts. Gut, wir können jetzt einen Messestand holen. Die große Spielemesse wird in 4 Wochen stattfinden. Willst du daran teilnehmen? Kleiner Messestand. Dies ist ein kleiner aufklappbarer Stand, an dem wir unsere Marketingmaterialien zeigen können. Das ist nicht sehr beeindruckend, aber ein üblicher Standabbau auf der G3. Jo, machen wir. Da kriegen wir nämlich Boni von. So, auf jeden Fall, es verkauft sich gut schon mal. Das ist besser, als ich es irgendwie erwartet hätte.
So, dann hätte ich ganz gerne, dass wir nochmal fertig sind damit. Mit der Forschung. Gut, wir haben Fortsetzung. Und entwickeln ein neues Spiel. Rennsport, Action. Und das werden wir, Nagini 11. So. Rennsport, ich gehe mal davon aus, dass Rennsport für alle gut funktioniert. Action. Habe ich doch. Ja, so. Oh, der fühlt sich ganz nervös. Und für die Play-System. Damit wir, das kostet 200.000 allein schon dafür, nur programmieren zu dürfen. Aber ich glaube, das lohnt sich. So. Play-System. Alle? Ja, doch, wir gehen mal davon aus, dass alle gut darauf funktioniert. Ich hätte gerne nochmal eine bessere Grafik. Gut, und da ist die Spielemesse G3. Guck mal, wir kriegen sogar einige tausende Fans an, die uns... Oh. Oh, wir bekommen aber viele Standbesucher. Oh, schaut euch das mal an. 50.998 Standbesucher. Das ist cool. Dieses Jahr haben knapp 51.000 Leute unseren Messestand besucht. Dieses Jahr haben wir es nicht unter die Top 100 der meistbesuchten Messestände geschafft. Sobald wir mehr Fans haben, werden wir es bestimmt schaffen. Da bin ich mir sicher. Gut, Action Games. Wir waren da ja schon mal. Oder wir waren da schon vor längerer Zeit mal. Dann nehmen wir wieder Gameplay. Ich nehme mal die lineare Erzählung raus und die einfachen Zwischensequenzen dafür rein. Das ist ein bisschen interessanter. Und geben ihm hart. Wir kriegen dafür jetzt auch Hype, wie man sieht. Und kriegen nochmal so ein bisschen besseren Verkauf von unserem momentanen Spiel, was draußen ist. Wenngleich musikalische Entspannung jetzt nicht zwingend das beste Spiel war. WNRG wird nicht länger unterstützt. Du hast 2 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt knapp 1 Million damit eingenommen. Ja, WNRG ist... Es war nett, dich gekannt zu haben. Sehr schön. Grafik und... Ach nee, warte. Entschuldigung. Künstliche Intelligenz ist wichtig und Level Design. So. Und Dialoge kann ich so ein bisschen runter machen. So, wir kriegen aber ordentlich Hype dafür, 20. Doch, ja, damit kann ich mich zurechtfinden. Als letztes haben wir Sound und Grafik, was interessant ist. Die Spielwelt ist jetzt weniger wichtig. Die Spielwelt ist jetzt weniger, oder habe ich das Spielwelt ist weniger wichtig? Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Von Zeit zu Zeit brauchen deine Mitarbeiter Urlaub, um neue Kraft zu tanken. Du kannst feststellen, ob ein Mitarbeiter Erholung braucht, wenn seine Effektivität stetig sinkt. Um einen Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken, klicke einfach auf und wähle in den Urlaub schicken. So, das wäre jetzt zum Beispiel bei Elizabeth der Fall. Gut, schicken wir dich raus und dich in den Urlaub. Musikalische Entspannung wurde vom Markt genommen. 76.000 verkauft und knapp 1 Million Umsatz erzielt. Das ist gut. So, neues Thema, neue Kombination. Da kriegen wir nochmal ganz viel Erfahrung. 3D-Grafik Version 2 haben wir Level 3 erreicht und veröffentlichen das Spiel. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Elizabeth Williamson. Ich mühe mich mit den Namen ab, ne? 19.000. Und 3D-Grafik Version 3 ist jetzt als Forschung verfügbar. So, das kostet uns höchstwahrscheinlich 80 Punkte exakto. Dann würde ich Tag-Nacht-Modus erstmal erforschen. So, wir kriegen Bewertungen für Nagini 11. Ich gehe davon aus, dass unsere Bewertungen jetzt nämlich nach und nach schlechter werden, weil unsere Engine langsam wieder outdated ist. Dass wir da wieder eine neue bauen. Könnte besser sein. Ihr Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz tat im Spiel sehr gut. Und ich mag es. Oh, All Games, vielen Dank. Na, wir haben ja auch einfach Hype bekommen. So. Achso, ich kann dich jetzt nur... Kannst du bitte wiederkommen? Danke. Du erstellst den Spielbericht, genau. Scheint, dass der Markt sich wieder normalisiert hat. Derzeit gibt es keine starken Trends. So. Haben wir das fertiggestellt? Dann erforschst du mir nochmal bitte... Etwas mit 15 Punkte, den Mehrspielermodus. Und dann arbeiten wir an einer neuen Engine. Rennsport und Action ist gut. Spielwertdesign ist nicht wichtig. Plattform, Ziel, Playsystem, alles großartig. Gut. Dann eigene Engine erstellen. So, 3D-Grafik. Achso, ich erforsche da noch.
Gut, dann kann ich dich eigentlich mal trainieren. Wenn du Topspieler stellst und ein Weltklasse-Team haben willst, dann ist Training sehr wichtig. Für die besten Resultate solltest du deine Mitarbeiter regelmäßig trainieren, sie aber nicht durch zu viele Sitzungen auf einmal überfordern. Es sind verschiedene Trainingsoptionen verfügbar. Manche Optionen sind besser, um bestimmte Fähigkeiten zu steigern als andere. Ausprobieren ist der beste Weg, um herauszufinden, welche Trainingsoptionen deinen Plänen entsprechen. Es nützt dich, eine Mischung aus Spezialisten und Allroundern in deinem Team zu haben, aber versuche mindestens einen Design- und einen Technologiespezialisten zu haben. So, ne, lass mich Juwelen der Spiel, wiederhole dich nicht. Das wäre Geschwindigkeit und fertiger Code. Weiß ich gar nicht, Spieldesign für... Probieren wir erstmal das erste aus. Stimmt, dafür brauchen wir auch Forschungspunkte. Ne, denn Elizabeth, Himmelherrgott, ist nicht unbedingt... Sie ist nicht schlecht, aber sie kann definitiv besser sein. Gut, dann erstellen wir jetzt schon mal eine eigene Engine. Mit Mehrspielermodus, Charakterentwicklung da drin, Tag- und Nachtzyklus, Stereo-Sound und nennen das hier... Beste Engine V4. Das kostet mich einfach mal 420.000. Okay. Währenddessen lassen wir Elizabeth weiterarbeiten, in der Hoffnung, dass das alles gut geht. Nagini 11 wird auch nicht so gut Also es verkauft sich, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, und da haut sie jetzt mit rein in die Tasten für die beste Engine, Version 4. Sehr schön. Und kriegen nochmal Forschungspunkte nebenbei. Nagini 11 wurde vom Markt genommen. Gut, das ist natürlich ein bisschen unglücklich, ja, aber es geht alles gut. So, da kommt die Open World in die Engine mit rein. Ich hätte vermutlich, oder ich sollte mich vermutlich auf einige Engines beschränken oder die Weiterentwicklung auf diese machen, aber Chef, ich habe herausgefunden, dass einige unserer treuen Fans ein Fanspiel von Dinkelord entwickelt haben, welches sehr viel Material aus unserem Spiel nutzt. Sie verdienen damit aber kein Geld und machen es anscheinend nur für die Fangemeinschaft. Unsere Rechtsanwälte schlagen dringend vor, dieses Vorgehen zu stemmen. Was wollen wir tun? Sie in Ruhe lassen. Das kostet uns zwar ein bisschen was, aber gibt uns Bonusfans. Ne, es sind auch nur Menschen, die Spaß haben. Monatlich, es kostet mich 51.000, okay. Die neue Engine ist fertig. Wir sind jetzt beim Abenteuer, ne? War Dinkelord? Ich muss mal ganz kurz schauen. Wo war Dinkelord denn? da. Das war... es war kein Adventure. Okay. Adventure. Haben wir irgendein Adventure, was gut funktioniert, was richtig gut funktioniert hat? Das ist Wirtschaftsstrategie, Abenteuer, Schloss Mania mit Vampiren. Vampir hatten wir jetzt lange nicht mehr, ne? Dann nehmen wir das mal. Wo funktionieren Vampire nochmal gut? Das weiß ich gerade gar nicht. achso, es war nur eine Okay-Kombination. Egal. Ich möchte einmal ein Sequel entwickeln. So, Vampire haben gut funktioniert für Erwachsene, wenn ich mich nicht... nicht täusche. So, Schloss Mania 2. Für... nicht den Play-System, bitte, für den PC. Guck mal, wir haben da sogar einen 18%igen Marktanteil. Das ist schon mal nicht schlecht. Beste Engine Version 4. Und... gib ihm. Zack. Hallo, ich bin Denise Reed, die Chefentwicklerin des Fangames von Dinkelord. Ich habe kürzlich erfahren, dass ihre Rechtsabteilung ihnen nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen, und ich wollte ihnen nur mitteilen, dass ich ihnen sehr dankbar dafür bin, dass sie sich dagegen entschieden haben. Firmaborn ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Und damit haben wir knapp 1000 Fans hinzugewonnen. Gut, aber was jetzt erstmal wichtiger ist, wir müssen Storyquests machen. Engine erstmal ein bisschen runterfahren. So, Gameplay, Charakterentwicklung. Engine, Mehrspielermodus. Okay, den lassen wir raus. Upsa, Gameplay muss ich. Zack. Spieltutorials, bessere Benutzercharakterentwicklung. Uiuiui. Eine Menge. Wir brauchen neue Features in unserem Spiel. Das hat mich schon 75.000 gekostet alleine. Himmel, Herrgott. Oh, wir kriegen Hype. Sehr schön. Jetzt haben wir. Level diese. Achso, hatten wir schon die gesamte Zeit. Dialoge. Hoch damit. Level Design. KI können wir komplett runter. Und Level Design können wir ein bisschen. Lassen wir Level Design mal auch ganz unten. Ich meine, wir haben da ein Minus drin. Minus bedeutet jetzt. So circa. Sind das 30% circa bestimmt. Dass wir halt einen besseren Fokus auf Dialoge legen. Statt auf Level Design oder KI. Gut, und zu allerletzt Spielweltdesign, Tag- und Nachtzyklus, Easy, Stereo-Sound,
bam, gib ihm. Und Grafik können wir ein bisschen weniger Zeit drin investieren, Sound muss ich aber so viel. Gut, alles ist auf 100%, dann raus damit. Tun wir, was wir können. Das schaut immer so ein bisschen aus, als hätten die hier im Bluescreen of Death. Gut, nochmal die letzten 5 Bugs bitte raus und dann veröffentlichen. Da wir definitiv langsam nicht mehr gut Geld haben. Neue Kombination. Okay. Zack, Spiel veröffentlichen. Sehr gut. Und bevor wir uns diese Spielbewertung anschauen, beende ich die Folge hier. Haha! Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon. Bis dahin und tschö.